Und damit willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute schauen wir drauf, wie kannst du denn möglichst schnell diese schönen roten Umschläge hier sammeln, die natürlich auch hier bei der Drachenpinata ja zu sammeln sind, allerdings nicht so ganz so viele. Ereignispass muss ich auch noch kaufen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet und euch den Ereignispass kauft, dann gebt doch gerne Creator-Code MBF ein. Ich verlose natürlich auch immer noch weitere Sachen, Skins, Szenerien und so weiter, Deko, Ereignispässe, alles werde ich noch die Tage verlosen. Also auf jeden Fall mal dabei bleiben und den Creator-Code eingeben. Ja, die Umschläge, die brauchen wir natürlich, um hier voranzukommen. Und es ist natürlich wieder alles eine Frage der Aktivität. Wir gucken mal eben drauf. Ich bin extra dafür in Kristall 3 gegangen, damit ich noch so gerade ein bisschen was an Liga-Bonus habe, aber natürlich auch schlechte Bases bekomme. Ich habe Drachen und Loons dabei, ein paar Erdbeben, Blitze, was haben wir noch? Eilzauber für die Loons, ganz wichtig, und es geht natürlich alles nur über Aktivität. Und das ist jetzt genau der Plan, den ich hatte. Du willst etwas weiter runtergehen, damit du möglichst schlechte Bases findest. Solche Bases, beziehungsweise Leute, die vielleicht auch mal vergessen, so eine Progress Base, wie wir sie jetzt ja hier haben, einfach dann zu wechseln. So. Genau das wollen wir. Genau das wollen wir. Jetzt haben wir das uns geholt. Katsching, katsching. Es sind ja im Vergleich zu den sonstigen Ereignissen, im Vergleich zu den sonstigen Events, haben wir jetzt hier immer nur die gleichen Gebäude, die diese Umschläge quasi euch liefern. Das ist immer Clanburg und das ist immer der Warden-Altar. Es sind nie andere Gebäude. Also Warden-Altar und Clanburg. Oh Gott, die ist schon wieder relativ gut gefüllt, aber jetzt für das Video bräuchte ich eigentlich meine Helden alle. Okay, die Gladi müssen wir trotzdem machen. Allerdings habe ich jetzt schon wieder das Problem, dann habe ich 5 Tage, 9 Stunden wieder keinen Arbeiter, also vergiss es, vor allem jetzt, während des Events, das funktioniert nicht. Sowas hier zum Beispiel funktioniert auch nicht, ist zu weit mittig. Wir haben nicht auch unbedingt so die Eile bei den ganzen Sachen, aber sowas hier. Perfekt. Ich habe natürlich ein paar Sachen dabei. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier sagen, 1, 2, 3, 4, nehme ich mal eben noch die Loons mit. Auf der linken Seite lenken die Loons ab, auf der rechten Seite kümmern sie sich drum, zack, zack, zack. Ihr müsst auch immer bedenken, wenn ihr das jetzt so macht, verliert ihr natürlich mit der Zeit immer mal wieder ein paar Pokale. Ich nehme jetzt auch noch ein paar von denen mit. Warum? Klar, die gehen natürlich auf die Clanburg drauf. Die Clanburg ist ein Ressourcengebäude und das kann unter Umständen helfen. Oh, wie geil sieht die Base bitte aus. Auch nicht schlecht, ne? Gar nicht mal schlecht. Ja, hier sind die zwei Sachen zwar nebeneinander, wird aber schwierig werden. Deswegen lassen wir das mal. Wir brauchen schlechte Bases, wo die Sachen möglichst nicht weit außen sind. Und hier haben wir das doch. Genau das haben wir jetzt hier. Das Problem ist jetzt, da ist noch eine Mauer dazwischen. Hier nehme ich auf jeden Fall wieder meine Heldin mit. Hier nehmen wir die Kollegin mit und den Warden. 3, 2, 1, jetzt. So, was passiert jetzt? Auf der einen Seite kümmern die sich um die Clanburg. Die ist jetzt schon weg. Umschläge schon am Start. Auf der anderen Seite die Warden-Statue weg. Und wir haben wieder die Umschläge gesammelt. Perfekt. Alles nur eine Frage der Aktivität, Leute. Versucht, so viele Angriffe wie möglich durchzukriegen. Das ist einfach Sinn der Sache. Und guckt halt, dass die Sachen außen sind, leicht erreichbar sind und ihr müsst, wenn ihr diese Taktik anwendet, auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr quasi Pokale verliert. Aber das ist im Endeffekt ja auch egal. Wie viel brauche ich am Blitzen? Ich bin kein Experte, was jetzt so Stats angeht. Die nächsten Umschläge auf unser Konto drauf. Jawohl. Jawohl, guckt auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei generell, um noch ein paar Sachen zu erfahren zu den neuen Truppen und so weiter und so fort. Ich werde da immer mal wieder Videos hochladen, wo ich ein paar Sachen euch zeige. Taktiken habe ich auch schon aufgenommen für die neuen Truppen, also auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja, er ist auch wieder ein bisschen weiter außen hier. Aber ja, das ist genau das Problem, ne? Jetzt ist er nämlich noch am Leben, deswegen muss ich jetzt tatsächlich noch den benutzen. Also macht das lieber nur, wenn es nicht anders geht, dass ihr dann einen Zauber benutzt. Finde ich persönlich, ist nicht die beste Methode eigentlich. Und natürlich einen Trainingstrank dann reindreschen vorher, wenn ihr denkt, ich muss jetzt unbedingt ganz viel angreifen. Aber mal eine andere Sache. Was geht denn eigentlich bitte in Kristall ab?
Ey, das ist der Standard in Kristall. Ich finde hier so viel Loot, deswegen nehme ich den jetzt einfach mal mit. Komplett. Jetzt musst du nur mal eben gucken. Wo ist die Luftabwehr? Die Feger. Da ist ein Feger. Okay. Den blitze ich aber nicht. Wir blitzen den und ich zeige euch auch gleich, warum wir das tun. So, bitte Rathaus nicht erwischen. Dankeschön. So. Die Flammenschleuder dahin. Ich gehe mit meinen Helden nämlich jetzt da vorne hin. Versuche jetzt da schon mal so ein bisschen was zu holen. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. 3, 2, 1. Jetzt. So. König ist jetzt noch unverwundbar dank des Wardens. Allerdings nicht mehr lange. Und jetzt auf jeden Fall da mal einmal hin. König geht in die Mitte rein. Er ist natürlich jetzt auch eine, ich sage mal, Kackbase. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Es ist halt eine gerushte Kackbase. Es ist nun mal so. Tja, Rushen hat auch natürlich große Nachteile. Es bietet auch einige Vorteile, aber es bietet natürlich auch einige Nachteile. Das sollte man nicht vergessen. Jetzt haben wir schon fast alles geholt. Warte mal. Ich habe aber noch ein paar von meinen Ballons. Die setze ich jetzt erstmal dahin. Oh, beeilt euch doch. Schnell, schnell, schnell. Beeilung, 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 Beeilung. Okay, das meiste ist weg. Die Drachen habe ich mir sogar noch gespart. Das könnte vielleicht auch noch sehr, sehr gut werden für die nächsten Angriffe. Guckt euch mal die Flammenschleuder an. Die geht einfach jetzt auf das nächste Gebäude natürlich drauf, weil einfach gar kein Ressourcengebäude mehr lebt. Finde ich ganz lustig an dieser Stelle mal. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Man muss ja auch mal sagen, Supercell haut ja immer richtig was raus an Content. Ich meine, klar, sie verdienen natürlich auch ordentlich an dem Ereignispass, muss man auch sagen. Allerdings kannst du als Free-to-Play-Spieler auch richtig viel mitnehmen. Das bedeutet, es ist niemand gezwungen, den zu kaufen. Also wenn du dir sagst, ich bin unsicher, ob ich den kaufe, und da bin ich natürlich auch dann so ehrlich und sage, dann verzichte ich auch lieber auf das Geld von dem Creator-Code, den du dann natürlich, das Geld, das du mir sonst beschert hättest, wenn du dir nicht sicher bist, dann kauf ihn lieber nicht. Also ganz ehrlich, das ist halt, da ist jeder für sich selber im Endeffekt verantwortlich. Wenn du sagst, na, ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel spiele, ob sich das für mich lohnt, es ist keiner gezwungen. Du kannst auch beim Free-to-Play-Pfad hier unten, kannst du super viele Sachen einsammeln. Also bist nicht gezwungen, den oberen Pfad zu nehmen. Das ist wirklich alles nur für die Leute, die es dann wirklich wollen. Aber wir sind ja ganz gut dabei noch. Warte. 10 habe ich davon und jetzt noch ein paar davon. Und dann sieht es schon mal richtig gut aus. Dann sieht es schon mal richtig gut aus, was unsere Umschläge angeht. Eine kleine Sache auch noch. Wenn ihr wirklich noch ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt ihr noch ein paar davon mit. Und klatscht euch dann in die Clanburg eher noch, würde ich sagen, so ein paar Loons rein. Ja, wir haben ja sowieso Loons dabei, um ein bisschen zu tanken noch. Dann packt ihr das da rein. Oh, warte, ich hab den vergessen. So. Denn wenn wirklich was in der Mitte ist und ihr denkt so, wie das gerade eben bei dem war, zwei Sachen direkt nebeneinander in der Mitte, dann kriegt ihr das natürlich auch. Hier ist natürlich wieder Jackpot angesagt. Wir nehmen das jetzt hier wieder außen schön mit. Zack, zack, zack. Und wir kommen so schnell auf Masse. Wir kommen so schnell auf Masse. Ehrlich, es ist gigantisch. Es ist gigantisch. Hier auch wieder, ne? Im Endeffekt könnte ich jetzt ihn hier komplett mitnehmen. Mache ich aber nicht. Das ist mir jetzt zu blöd. Warte mal. Er hat natürlich jetzt relativ viel da vorne stehen. Ist mir aber egal. Weil wir ja noch die Helden haben. Ansonsten, wenn ich die Helden jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich halt die Loons genommen. Loons und ein Eilzauber da drauf. Können wir jetzt mal eben noch ausprobieren. Und dann klappt das auch. Hier zum Beispiel. Wobei hier ist tricky. Hier würde ich das jetzt nicht empfehlen. Hier würde ich wirklich, wenn ihr die Helden habt, nehmt sie auf jeden Fall mit. Ist jetzt hier auf jeden Fall besser. Oh nein. Hat einen Drachen in der Clanburg. Und zack, weg ist es. Ne? Wieder 150. Katsching, katsching. Und so kommen wir super schnell durch. Ich will das noch zeigen mit den... Ja, hier zum Beispiel. Würde ich jetzt dort einen draufsetzen. Drache lenkt ab mal eben. Zack, zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau reicht, aber müsste... Müsste eigentlich. Katsching, katsching. Weg ist es. Ich nehme jetzt auf der anderen Seite das natürlich trotzdem mit. Ich sehe, die Clanburg ist etwas weiter außen. Wäre ich ja schön blöd, wenn ich die nicht noch mitnehmen würde. Und das klappt ja natürlich auch mit etwas niedrigeren Helden. Die müssen jetzt nicht wie bei mir auf Level 90 oder was weiß ich nicht sein. Desto mehr Helden du natürlich zur Verfügung hast, desto weniger du upgradest, umso besser natürlich.
hier auch wieder das Beispiel, muss ich jetzt auch nicht unbedingt die Helden nehmen, aber zum Ablenken. Ja, der Schlingel. Der Schlingel hat tatsächlich noch einen Feger da vorne stehen. Deswegen lenke ich den Feger mal eben ab, damit ich mit den anderen beiden mal eben das holen kann. Oh, Katsching, Katsching. Weg ist es. Weg ist es. Ja, Loons, Drachen oder natürlich auch für die Clanburg ein paar von den Schleichern mitnehmen. Plus dann bei den Schleichern halt entweder einen, wie heißt das Ding? Entweder einen Sprungzauber oder auch ein paar Mauerbrecher. Ich suche aber immer noch einen, der das vielleicht ein bisschen näher in der Mitte zusammen hat, damit wir tatsächlich mal den Zeppelin benutzen können. Aber finde ich jetzt gerade auch keinen. Aber hier, so viele Außen, kann man tatsächlich so machen. Können wir auch so machen. Kein Problem. Kein Problem. Nehmen wir, wenn ihr die Helden nicht habt, nehmt dann einen Drachen oder so. Geht auch. Alles kein Problem. Und dann haben wir wieder 150 Umschläge. Und es läuft doch. Es läuft doch, Leute. Hier wieder. Perfekt. Hier nehmen wir, glaube ich, sogar alles mit. Ah, das ist auch schwierig, ne? Hier ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt die Schleicher haben. Eins. Riesenbombe. Immer gucken, ob da eine ist, ne? Nicht alle auf einmal setzen. Ich habe den Fehler schon öfters gemacht. Nein! Und ich mache ihn nochmal. Ich Idiot. Ich Idiot, ich Idiot. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich alle meine Schleicher dafür ausgegeben. Jetzt laufen sie dahin. Genau das, was ich jetzt nicht wollte. Jetzt laufen sie zum Rathaus hin. Ja. Das war dumm. Das war dumm. Jetzt muss ich leider meine anderen Helden benutzen, um das wieder auszubügeln, weil ich ein Depp war gerade. Verdammt. Nehmen wir da unten sicherheitshalber noch was mit. Tja, das war leider nicht so klug. Hätte ich mir ersparen können, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre und alle auf einen Fleck gesetzt hätte. Aber nur gut. Ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden, wie es funktioniert, dass man das so machen sollte. Und guckt doch mal drauf. Wie viel haben wir jetzt? 3110 Umschläge. Und wir haben den Drachen schon freigeschaltet. Es läuft. Und das Event geht ja noch fast 14 Tage. Wenn es dir geholfen hat, bewerte bitte das Video, schreib deine Meinung in die Kommentare. Vergiss nicht, mich zu unterstützen, indem du den Creator-Code MBF eingibst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss.